einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Ja, ja. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Lustiger Kerl. So, bitteschön. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Spitze. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und okay. Ein schönes Plätzchen. Alles klar. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Aha, das war ja eine Antwort. Also, zieh mal los. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Der Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Okay, also ich schätze, dann treffe ich mich jetzt mal mit dem Entführer. Also mit Sicherheit hat die alte Frau damit was zu tun. Und da steht wieder eine Thermoskanne. Ich wusste es irgendwie. Kann ich hier nur irgendwo rein? Nee. Schließ die Tür ab, wenn ich gehe. Ja, ja, geh und tu, was du nicht lassen kannst. Ich komm schon klar. Allein, aber was soll's? In einer Hütte, die direkt aus einem Horrorfilm kommen könnte. Licht einschalten. Guter Witz, ey! Guter Witz! Ah. Danke! Ich werde hier einfach im Dunkeln sitzen, bis du kommst. Oder bin ich von einem Monster? Habe ich eigentlich eine Waffe? Nö, habe ich nicht. Ah, doch, jetzt habe ich eine Waffe. Halte die Stellung! Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Der erzählt immer noch irgendwas. Kleiner Angsthase. Das Auto kann ich nicht nehmen, nö. Sieht nicht so aus. Ist da noch irgendwas zu holen? Manuskriptseite. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Okay.
noch irgendwas zu holen? Nö, sieht nicht so aus. Ich schätze, ich muss hier runter. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Wieder so ein einladend aussehendes Haus. Schau ich doch gleich mal hin. Mann, erschreck mich doch nicht so. Da liegt eine Mütze. Ein Radio. Und was liegt da? Ich kann es nicht lesen. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Naja. Vielen Dank für das Kompliment. Lichter entscheiden. So interessant war das jetzt nicht. Ich dachte, wir erfahren irgendwas Interessantes, aber... Da wurde nur der Doktor interviewt, der mich vorhin noch untersucht hat. Ja, hübsch. Aber ich glaube, bei Tag wird es mir noch besser gefallen. Was ist jetzt los? Die Lampe ist kaputt gegangen. Die auch. Alle Lampen sind kaputt. Ein Wohnwagen. Lover's Peak, da wollen wir hin. Moonshine Cave. Komm ich da vielleicht irgendwie rein? Nö. Hier ist noch so ein Haus. Oh. Die sieht etwas demoliert aus, die Hütte. Ups. Ein Fernseher. Der geht doch bestimmt gleich an, oder? Na, ich muss ihn selber anmachen. Schuld und Sühne. Huch. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Aha. So eine Mystery-Serie, das. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Haben Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Ist nichts drin. Das war mal ein Satz, was?
Literatur ist wohl nicht ihr Ding. Okay, sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört mich doch zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie machen.